Bisschen Palme sammeln. Noch ein bisschen Palme. Den Viechern den Lebensraum wegnehmen. Sorry. Gut. Ich auch nochmal. Guck mal. Ganz aufgeregt wegflattern. So, lass mal gucken. Hier wahrscheinlich. Dachte schon, es wäre aus. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich kann mal kurz hier rüber, damit. Obwohl, ich kann es ja auch aufheben. Früher oder später brauchen wir das. Komm mal hier. Das wird hier sein. Ne? Die Highwaymen haben wir können nochmal zoomen. Jetzt wissen wir. Falls wir das mitkriegen, machen wir das auch. Manchmal kannst du vom Feind noch richtig was lernen. Manchmal? Vielleicht. Kleines bisschen. Hallo, ist hier keiner? Blub, blub. Blub, blub. Blubberdiblub. Es ist gut, aber auch kein gutes Zeichen, dass man hier so viel. Ich sehe diese Igna nachts in ihren Plündertrupps umherziehen. Ich wünschte, ich könnte mitgehen. Da ist er. Gespuckt. Junge Frau. Scheiße! Jetzt ist die Markierung auf jeden Fall aufgehoben. Der ist doch nicht alleine hier. Kannst mir nicht erzählen, dass wir den hier einfach so rausholen können. Das war hier mal ein Kurort, bevor die Bomben fielen. Heiße Quellen zu Schwefeltempeln. Was für ein Kontrast. Wir sollten von hier verschwinden. Oh nee, dann decke ich das Baby. Was für ein Baby? Mach mal hier einfach, ne? Keine Ahnung, was das bewirkt. Das ist nicht gut. Ich kann das Kind nicht alleine lassen. Was ist mit ihm? Oh, stimmt, Double Jump. Warum haut er uns ab, ohne die Fallen scharf zu machen? Das folgt mir auch. Charlemagne Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Willkommen okay, auf Schloss Beauchamp, der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hope County und der einzige, an dem ein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Brownest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Fürze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der Kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Und so ein Zufall, dass es gerade Abend ist. Wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an. Okay, eine haben wir schon scharf gemacht, demnach. Du musst die Fallen scharf machen. Such nach den Dampfschlitzen im Boden. Mit hier, Blümchen. Tachchen. Noch vorwärts? Da hinten. Waren wir da nicht gerade? Oder müssen wir das in einer bestimmten Zeit machen? Nee, ne? Jetzt erhöhe den Druck mit dem Zentralventil. Mann, das habe ich cool gesagt. Okay. Das wird reichen. Komm rüber in den Schuppen. Jetzt schon nach da.
Gut, gut. Da bin ich. Hey, Amigo, hier drüben. Ja. Danke, ich weiß jede Hilfe zu schätzen. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Analdildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmaden heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Nicht nett. Komm doch rein. Ja, ja, ich bin da. Also, was ich eigentlich sagen wollte, aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Belohnung. Probier mal. Perks und mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Mhm. Denke mit Sharpie. Okay, da. Verdirb mir nicht den Spaß. So langsam glaube ich, du bist ein Bulle. Undercover. Wenn du einer bist, musst du es mir sagen. Ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Das war reines Ethanol für Fahrzeugmotoren. War ja klar, dass irgend so ein Scheiß kommt. Ich glaube, reines Ethanol kriegst du auch nicht so runter, ne? Ich meine, ich habe hier Ethanol und Musiknummer da an der Flasche riechen. Alter. Das ätzt dir die Nasenhaare weg. Ja? Hey, alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Herk und ich. Na klar, indem man pures Ethanol trinkt. Ich bin im Brunest mit Blade am Fässer werfen, aber das sind einfach zu viele für uns allein. Schalte diese Pisser aus, egal wie. Lass sie nicht die Fallen kaputt machen. Die Fallen sollen die kaputt machen. Das ist ein ausgefeiltes System. Das kann ich mir vorstellen. So. Verteidige. Feuerwerk. Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde, und schick die Bratzen in den Disco-Himmel. Ja, das machen wir. Da kommen sie! Wo denn? Hilfst du, Mami, die bösen Buben in die Luft zu sprengen, Blade? Na, aber. Ja, lass Dampf ab, Bennett.
Können wir mich gerade nicht weiter hin? Ich muss ja nicht vorgucken. Das ist richtig. Frau, dann guck mal hier. Dann sie hier. Verstanden. Richtig so, mein Kleiner. Hol sie dir. Ja, nicht da runter. Okay, die ist aber da jetzt hier. Ne? Dann bleiben wir mal hier. Hallo, nimm. Ich gehe mal rüber. Ich glaube, hier drüben hat sie eben schon was zu tun. Kriegt aber ganz gut hin, ne? Weißt du, nice. Wenn ich so drüber nachdenke, dann... Das ist kein guter Ort für ein Baby. Wirklich nicht gut. Überall verrostetes, scharfkantiges Metall, Schwefeldämpfe... Prosperity ist besser. In Prosperity wären wir wahrscheinlich besser aufgehoben. Ich zieh mit meinem Laden dahin. Komm vorbei, wenn du was zum Böllern brauchst. Na, aber... Wir sammeln hier nochmal alle Beine. Das haben wir alle erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch fürs nächste Mal. Ich glaube, den anderen heute machen wir das nicht mehr. Denkst du, bist schlau, was? Uns hier in so kleine, süße Fallen zu locken, unsere Leute zu killen. Fühlt sich bestimmt so an, als würdest du uns damit wehtun, aber falsch gedacht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir ist wichtiger, dass du echt glaubst, du wärst schlau. Wenn ich dich kriege, nicht dir dein Arschloch zu. Dann weißt du, dass du nur voller Scheiße bist. Ja, so wie jeder von uns, oder? Böses Bärchen. Böse. Was? Ich bin in den Arsch geschossen. Und? Wo ist der Hund? Ja, du machst das schon, ne? Oh, Hundi. Ich werde dir durchschießen. Komm mal her, beruhig dich mal. Ja, alles fein. Hast du rote Augen? Was ist denn los mit dir? Oh, dein Herrchen. Ach, deswegen war... Oh nein. Komm, ich nehme dich mit. Komm mit uns. Komm mit uns, das ist fein. Komm. Komm, ich hab Bock Kacktüten. Wir machen Doppelgassi-Bub, komm. Gut, was haben wir denn da hinten Schönes? Das war zum Looten. Bin gleich da. Halli, hab Pro. Geh erstmal baden. Warte. Leute, Finger weg davon, ist meins. Ich warte hier schon auf die Lieferung gelangen. Hi. Lass es.
Wo? Hä? Du bist, ach da. So. Boah, so langsam kann ich jetzt aber wirklich nicht mehr sitzen, ne? 39 Ethanol hier. Könnte ruhig ein bisschen mehr drin sein. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal so langsam rüber, lassen wir. Hallo? Lass mal rüber. Oh. Auf die Nase. Hilfe, warte. Ich muss mich erstmal verarzten, bevor wir weiterspielen können. Warte, bitte. Ich auch nicht warten. So. Ich gehe ins Bett, viel Spaß noch. Alles klar. Danke, dass du da warst. Und schön, dass du auch da warst. So lange auch. Ich wünsche dir eine gute Nacht und für morgen einen schönen, erfolgreichen Tag. Und lass dich nicht ärgern. Und Dankeschön nochmal. Gute Nacht. Ach, da oben ist er. Danke dir auch. Danke. Für die Scham. Hoffe ich. Denke ich, müsste. So, warte mal hier für uns. Ja, allzu lange machen wir auch nicht mehr. Allzu lange machen wir auch nicht mehr. Ich würde jetzt mal annehmen. Vielleicht nehmen wir noch ein Lager auseinander. Und dann könnten wir eigentlich so langsam wieder umkehren. Wo wollte ich? Ja, ich wollte hier hinten nochmal gucken. Zwecks Muni. Oh, nein. Das war. Was mache ich denn? Kann ich das wieder einsammeln? Anscheinend ja. Gut. Was habe ich hier gebrochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht explodiert. Das ist gut. Okay, Munition lag hier auf dem Bett. Die haben wir, glaube ich, gerade eingesammelt. Themen wir nicht auf. Okay, dann würde ich sagen, 189 Ethanol haben wir. Können wir mal hier rüber gehen, weil das gerade hier in der Nähe ist. 100 Meter, komm. Gucken wir uns mal an. Frau, komm mit, wir gehen mal rüber, wir gucken uns da mal um. Vielleicht gibt es da was Leckeres zu holen. Sowas wie Ethanol. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Und Maleficent, bei dir ist soweit alles in Ordnung. Du hältst gut durch. Also wie gesagt, mach auch nicht mehr lange. Ne? Ach so. Ups. Egal. Nehmen wir drin. Hoppala. Nehmen wir trotzdem jetzt auseinander. So, können wir hier irgendwas nachmachen? Können wir nicht, okay. Nee. Ich muss mal wechseln, dass die Sniper auf der 1 ist. Hier sehen mich ja schon welche. Schauen, ob ich das Alarmding vorher ausschalten kann. Das wäre ganz gut. Okay. Nee, nicht zum Sein. Nicht zum Einsammeln. Sein Ammeln. Ich muss woanders hin. Mach das. Bösewicht, da drüben!
Wo denn? Da drüben, das ist sehr präzise. Ist gut, dass du mir das sagst. Ich hol Verstärkung. Hey. Nein, holst du nicht. Lass das. Wirst du nicht. Ja. Hier brennt. Lass das. Das heißt. Ja, richtig. Das läuft ja auch.